wollte eigentlich, dass Arne die Anmoderation macht. Aber der ist schon wieder im Essen. Arne, pfeif so. Mal. Was? Pfeif mal. Kann ich gar nicht. Ja, ich weiß. Ja, bin bereit. Sehr gut. Ach, ich war gerade wieder rausgetappt und wollte euch eigentlich gerne zeigen, wo er mich diesmal hin teleportiert hat. Das war nämlich einfach mitten im Ozean. Aber hat nicht sollen sein. Ihr müsst uns einfach den ganzen Schmamm, den wir euch von Sacred erzählen, glauben. Es gibt keine Beweise. Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal, weil ich den ganzen Abend noch nichts gegessen habe, noch eine Kleinigkeit zu essen geholt. Solche Chili-Poppers gefüllt mit Käse, also Chili, so kleine Chilischoten. Okay. Mit Frischkäse gefüllt. Ah ja, die kenne ich aber. Lecker. So grüne. Nee, das sind rote. Ich hatte eine Zeit lang eine ganz harte Sucht nach den milden Grünen mit Frischkäse. Ach, die Grünen sind mild? Ich dachte, die Roten wären schon mild. Ich glaube, es gibt beides in mild und oder in scharf, oder? Ich esse halt nicht scharf, deswegen habe ich immer milde gekauft. Also die sind jetzt, ja, also die sind ja nur so kurzzeitig scharf und dann ist ja der. Ja, ich habe aber ein anderes Verhältnis zu scharf. Für mich ist es deutlich schärfer. Ja. Ja, okay, man könnte sie als scharf bezeichnen. Ich glaube, ich habe die eine Zeit lang fast jeden Tag gegessen. Die sind auch voll geil. Die habe ich letztens ja mal wieder entdeckt. Die gibt's ja normalerweise immer so zu Brunch oder irgendwie. Keine Ahnung. So als nebenbei. Im Türkenladen kriegst du die immer. Ja, ich weiß, die gibt's immer, aber man kriegt die ja meistens so, isst man die ja nicht als Hauptmahlzeit, sondern so irgendwie nebenbei. Doch. So, die hier will was. Sie liest sich selber vor. Es wäre wirklich erfreulich, wenn jemand die Skulptur zurückbringen würde. Sie hat immer Besucher angezogen. Ich glaube, dass ich Bestandteile der verschwundenen Skulptur im alten, stillgelegten Dachflügel gesehen habe. Vielleicht könntet ihr die beiden Teile einsammeln und sie zu Mr. Gill, dem Bibliothekar, bringen. Schon eine ganze Weile hier und weiß mit Sicherheit so einiges darüber. Also, unsere Quest ist zwei Skulpturteile sammeln und sie dann Mr. Giles, dem Bibliothekar, bringen. Einmal ein Gruß an alle Buffy-Fans da draußen, die jetzt zugucken. Das ist ja wunderschön. Mhm. Da freue ich mich. War immer einer meiner Lieblingscharaktere. Ah, hier oben ist noch eine Quest. Mhm. In diesem Hausturm. Oh, guck mal hier. Im richtigen Garten. Hier im Haus. Und ein Händler. Oh ja, ich werde mal verkaufen. Hab so viel. Ich rede mal mit der Tante in der Zwischenzeit. Ja. Testet diese Kürbissamen. Schön, euch zu sehen. Ich bin Florentina und ich trage meinen Namen nicht von ungefähr, denn ich interessiere mich schon immer für Pflanzen. Faszinierendes Thema. Und so unerschöpflich. Wollt ihr die Ergebnisse meiner neuesten Experimente sehen? Hier, diese Kürbissamen habe ich selber gezüchtet. Mit ein wenig magischer Unterstützung natürlich. Die Pflanzen sind widerstandsfähiger und die Früchte wesentlich größer als herkömmliche Kürbisse. Geschmacklich auch eine absolute Verbesserung. Wärt ihr vielleicht so gut, um die Samen auszusehen? Ich habe noch einige Experimente vorbereitet. Ihr würdet mir die Arbeit sehr erleichtern. Sagt, wenn ihr bereit seid. Ich werde euch den Weg etwas erleichtern. Sollen wir das schon annehmen? Ich habe das Gefühl, die schickt uns sonst wohin. Ich klick mal drauf. Okay. Mal gucken. Annehmen. Ja, genau. Oh no! Uns beide. Ich war doch noch beim Händler. Wow. Okay. Ich will gar nicht auf die Map. Okay, Gott sei Dank ist da oben ein Portal gewesen. Meine Güte. Huch! Wieso sind die alle geplatzt? Wer ist geplatzt? Die Kürbisse! Warum hast du uns das angetan? Was? Ich hab nicht mal gesehen, was passiert ist. Die ganzen Bauernleute sind geplatzt. Ich dachte, die Kürbisse. Das Experiment hat nicht funktioniert. Und das ist bedauerlich, sehr sogar. Und ja, das mit den Menschen ist natürlich auch tragisch. Dann werde ich wohl noch etwas experimentieren müssen. Ja. Witzig! Ich hätte einfach mal eine ganze Familie ausgelöscht. So sind so die Seraphim.
Warum sind die überhaupt hier auf dieser komischen Kackinsel? Keine Ahnung. Konnte ich noch kein Schloss im Eis bauen. Das ist ja später alles vorher. Ja. Eigentlich auch komisch, oder? Naja. Und Sacred 3 spielt aber nach Sacred 1, ne? Mhm. Aber auch wieder irgendwie hunderte Jahre nach Sacred 1. Anchorior. Oh Gott, ey, dieses Spiel. Anchorior. Leviosa. Oh. Kling, kling, kling. Ganz viele geile Items aufgesammelt. Also irgendwie sieht das auch aus wie so eine zerstörte Zivilisation hier. Ja. Sehe ich deine Eiskristallhaut gerade an? Ja, schon. Also. Oh, hier hinten ist noch einer. Tot. 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 Ich hab ihn umgebracht. Wo geht's denn da lang? Hier drunter, ne? Ja, ich glaube, wir müssen einfach nur weiter. Flap, flap. Ich hätte heute eigentlich schon gerne aufgenommen. Ich immer so, gerade bei Evil Within zu Beginn von neuen Kapiteln bin ich doch immer sehr neugierig, was da so kommt. Ich dachte, du hast aufgenommen. Nee, ich habe mich ja dann entschieden, doch länger zu schlafen. Oh, und danach wolltest du nicht mehr aufnehmen, oder hast dann du dann... habe ich Moin Moin geguckt und Sport gemacht und mit Duschen und Einkaufen und Essen und dann ging der Unikram schon los. Ah. Naja, achso, nee, morgen hast du ja keine Zeit mehr. Sagen kannst du ja morgen, ne? Mm-mm. Am Morgen fährst du ja nach Hause. Aber du für die Woche hast du ja schon aufgenommen, hast du ja gesagt. Ja, aber für die nächste dann. Ich mal gucken, ob ich das Freitag noch hinkriege. Ja, mir hast du ja schon verraten, dass jetzt die Woche bei Evil Within endet. Also halbwegs verraten. Nicht genau, aber... Das Setting vom neuen Kapitel. Wobei es ja das Setting ist, was ich schon die ganze Zeit, auf was ich die ganze Zeit gewartet habe. Mhm. Weil ich das schon irgendwann mal damals bei irgendeinem Streamer gesehen hatte. Das Geknurre von denen, ey. Skulptur der großen Maschine aufgesammelt. Warte mal, da ist noch was. In der Kirche wahrscheinlich. Ja. Komm ich mit dem fetten Varan überhaupt nicht durch? Das war's jetzt? Zwei Skulpturteile und die müssen wir jetzt zu Giles bringen. Ach, der wäre immer der coolste. Wir müssen nach oben noch irgendwie. Ja, da ist vielleicht die Bibliothek. Weiß ich nicht. Achso. Ach, wir müssen sie zu dem... Ah, okay. Buffy. Buffy. Ich lauf jetzt. Ain't nobody got time for that. Läufst du einfach weiter? Nee, wurde schon wieder aufgehalten. Buffy habe ich auch gesehen damals, aber auch erst relativ spät angefangen. Also ich habe es nicht von Anfang an geguckt. Ich hätte ja mit der Deal nochmal angefangen, die ganzen Staffeln zu gucken, aber ich glaube, wir kamen nur bis Ende Staffel 3, glaube ich. Oder waren wir schon bei der vierten? Weiß ich nicht. Auch alle schon gesehen. 7 war das, wie viele hatten die? Ich glaube, ja, 6 oder 7 waren es. Irgendwie die Stadt sehen creepy aus. Ja, die Insel ist auch total seltsam, finde ich. Hast du da einen Seelenstein gefunden? Ich nehme den mal. Kling! Den anderen brauche ich auch nicht unbedingt mehr. Da haben wir schon alles gemacht bei den Ogas. Ogas! Da bin ich aber gespannt, was du dir ausgedacht hast. Ach, weißt du noch die kleine Katze bei Muli? Am Abreisetag. Kleine dicke Katze. Ja, die war so puschelig. Und wie ich da gegen die Leitung gelaufen bin. Gegen die Rohrleitung. Dong. Klonk. Schönes Abschiedsgeschenk. Aber ich habe keine Beute oder sowas bekommen. Du hast halt einen Dickschädel.
Hart wie Stahl. Hab. Wahrscheinlich hat jetzt das Rohr so ein. so eine Beule. Dong. Und was ist da passiert? Da ist Arnek. Ach, diese Preisen. Zu dumm nach vorne zu gucken. Es wird sowieso nicht schneien. Ja, genau. Und dann 50 cm. Komm da gerade so an. Also wenn wir einen Tag später gefahren wären, dann hätten wir da wahrscheinlich gar nicht, wären wir da gar nicht hingekommen. Ja, glaube ich auch. Da hat es ja noch doller geschneit. Dann bei unserer Hinfahrt hat es ja Gott sei Dank immerhin nicht mehr geschneit. Da war nur alles voll damit. Mhm. Oh Mann, ey, das war echt so eine Fahrt. Ich war auch fix und fertig am Ende. Aber wobei, den ersten Tag haben wir noch relativ lange gemacht, ne? Ja, natürlich. Also, das musste trotzdem, aber es war schon anstrengend. Gerade auch, weil die Scheibe einfach nicht frei wurde. Wegen den blöden Wischern. Und dann in einer fremden Gegend mit fremdem Auto bei den Witterungsbedingungen, ey. Im Dunkeln. Das ist schon geil. Aber es war schön. Oh, guck mal, hier ist ein Portal. Vor allem immer, wenn wir Ü-Eier gekauft haben, war es schön. Geh da rein. Rein. Aha. So, Giles. Der liest sich vor. Fantastisch, diese Seraphim, nicht wahr? Mit ihren wunderbaren großen mit ihren wunderbaren großen Titeln. Ja, ja. Verlockenden Hi-I-I-Interglasbildern. Was habt ihr da für mich? Oh, das ist doch eine Skulptur der Maschine, oder nicht? Stand früher auf dem Dorfplatz auf einem Sockel. Seit Jahrhunderten verschwunden. Ausschnitt bis zum Boden. Sowas in der Art, richtig? Klar doch. Interessant, diese Maschine. Ein Netzwerk von Rohrleitungen, das der Welt magische Energie entzieht und sich speichert. Also, was ist das für ein Kerl? Redet von Ausschnitten bis zum Boden, Titten, Hintern, nackt baden beim Morgengrauen. Sittensträuch ist das. Das hat nichts mit Giles aus Buffy zu tun. Glaubst du? Jetzt muss er fort. Das ist ja schön. Ich glaube, das muss jetzt da drauf. Oh oh, oder auch nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir da in die Mitte von der Insel. Wo? Wieso? Wieso? Komm, das Item, Katze! Das alles mir. Ja, dann setz doch das Item ein. Ja, warte, wir müssen nach Süden. Ich depp. Himmelsrichtungen sind bei mir alle relativ. Kommen wir hier? Ach, da kommen wir rüber. Nur nicht ins Portal. Nee. Das Wort-Item. Was sollen wir denn überhaupt machen? Das weiß ich gerade nicht. Deswegen reicht der Seraphim. Oh, guck mal, hier ist ein voller Kringel, den wir runterlaufen müssen. Oh, jetzt gehen wir hier mitten ins Innere des Vulkans. Dass meine Eisrüstung da nicht schmilzt, ist ein Wunder. Zack, 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 zack. Ich könnte jetzt mal wieder meinen Eisbogen ausrüsten. Das ist hier eventuell praktischer. Wer weiß, was noch kommt. Ach, wir werden uns hier schon nicht kaputt machen. Ja, das nicht, aber... Weiter geht der Kringel. Oh, es leckt gerade so ein bisschen. Turm der Seraphim. Aha. So, meine Gute. Ihr wollt etwas über die Erschaffung unserer Welt wissen. Und wie immer bei der Hauptquest. Nur sie hat eine Stimme. Heutzutage noch an der Wahrheit interessiert. Es gibt nur einen Gott. Ihr mögt daran glauben, dass es viele Gottheiten gibt, so wie Kybele, Lumen, Ker und so fort.
aber sie alle sind lediglich Aspekte des einen wahren Schöpfers. Und wir Seraphim sind seine Engel. Es würde zu lange dauern, zu erzählen, wie genau Antaria erschaffen wurde. Es muss genügen, wenn ich euch sage, dass der Schöpfer sehr unzufrieden war mit dieser Welt, wegen der kriegerischen Rassen, die darin leben. Er beschloss, sich so lange von ihr abzuwenden, bis Ruhe in ihr einkehren würde, falls das jemals geschehen sollte. Uns, die Seraphim, ließ er zurück, um die Welt zu bewachen und zu lenken. Jahrhundertelang wurden wir dieser Rolle gerecht. Unerklärlicherweise kehrte der Schöpfer nie zurück. Dann brach der große Drachenkrieg aus, in dem Maria, unsere Führerin, fiel. Danach zogen sich die Seraphim aus der Welt zurück und überließen sie ihrem Schicksal. Wahrscheinlich ist die Tonspur eh so leise, dass ihr gar nicht hört, was die liest. Entsetzt, aber auch voller Hoffnung, dass sich die Dinge eines Tages ändern werden. Dann machen wir das bei Luna und wie bei Luna und ihr müsst selber gehen. Und Mentor euch. Geht und sprecht mit ihm. Okay. Viel Story über die Seraphim. Und mit dem nächsten Babo dafür, nämlich wieder ganz da unten anscheinend, sprechen wir morgen. Hey. Was hat ihr denn so erzählt? Viel. Darüber, dass da Seraphim gefallen sind und dass es nur einen Gott gibt, den Lumen, und nicht alle anderen, und dass er unzufrieden war mit der Welt und ja. Ah ja, okay. Ganz viel gelabert. Okay. Dann geht's morgen weiter mit Sacred. Bis dann. Bis dann.